die Reaktionen, die das Urteil des Landgerichts Köln ausgelöst haben, haben doch viele Menschen bewegt, aber auch beunruhigt. Ein Thema, bei dem es um fundamentale Menschenrechte geht, also die körperliche Unversehrtheit. Ein Thema, bei dem es aber auch um die freie Ausübung der Religion geht. Das Elternrecht spielt eine Rolle. Und auch angesichts der deutschen Geschichte und der besonderen Verantwortung für jüdisches Leben in Deutschland ist dies ein Thema, was ausgesprochen schwierig ist und einer differenzierten Betrachtung bedarf. Und viele Menschen und Verbände sind verstört, wenn Religionsvertreter davon sprechen, dass es das Ende des jüdischen Lebens in Deutschland wäre, wenn Beschneidung verboten wäre. Das verstört Menschen, wenn Religionsvertreter sogar vom härtesten Angriff seit dem Holocaust sprechen. Vor allem sind die Menschen aber, glaube ich, verstört, wie die Politik im Moment mit diesem schwierigen Thema umgeht. Denn die Politik hat einen Grundkonsens verlassen. Der Grundkonsens war, wenn es ein schwieriges gesellschaftliches Thema gibt, wie beispielsweise die PID oder das Thema Organspende, dann gab es Ethikkommissionen, dann gab es runde Tische, dann gab es eine breite gesellschaftliche Debatte, es gab parlamentarische Anhörungen mit Experten. All dies ist bei diesem schwierigen Thema im Moment nicht der Fall. Das Motto scheint zu heißen, Augen zu und durch. In einem beispiellosen Beschluss hat der Deutsche Bundestag in der Sommerpause anlässlich einer Sondersitzung, wo es um ein ganz anderes Thema geht, um die Finanzkrise, einen Beschluss gefasst, in dem es heißt, wir werden ein Gesetz machen, die wissen wir nicht, aber das Ergebnis steht fest. Und daher haben Einzelpersonen, Wissenschaftler, Verbände, wie die Deutsche Kinderhilfe, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, der DFAM, Wissenschaftler wie Professor Franz. Und dass ich erlebe, dass der Humanistische Verband Deutschlands und der Bund katholischer Ärzte gemeinsam eine Erklärung unterschreiben, zeigt eigentlich, wie sehr dieses Thema bewegt. Und wir haben eine Petition im Deutschen Bundestag gerichtet mit dem Ziel, Ruhe in die Debatte zu bekommen, auch die Kinderaspekte berücksichtigen zu können. Aber auch der Umgang des Deutschen Bundestages mit dieser Petition zeigt, eine Debatte ist nicht erwünscht. Denn bis jetzt, Stand 10 Uhr, ist es immer noch nicht möglich gewesen, diese Petition auf der Seite des Deutschen Bundestages als E-Petition einzustellen. Denn es geht ja darum, den Menschen in diesem Land eine Gelegenheit zu geben, der Politik zu zeigen, lasst eine Debatte zu. Der erste Antrag ist abgelehnt worden, nachdem jetzt durch Gespräche mit dem Präsidium, Gespräche mit Abgeordneten gibt es Signal, das soll zugelassen werden. Bis jetzt können die Bürger nur unter www.diepetition.de diese Petition zeichnen und wir hoffen, dass wir jetzt zu einer Debatte kommen können. Es ist keine deutsche Debatte, es ist eine internationale Debatte und wir freuen uns sehr, als sich aus Israel Ehren gemeldet hat, er mich angerufen hat, er sagte, wir hören, was in Deutschland gerade los ist und es gibt auch Eltern, die es anders sehen. Deswegen möchten wir heute mit Experten, vor allem aber auch mit Ihnen, Nehmern, denke ich, von der Nacht, möchten Ihnen auch eine andere jüdische Sichtweise schildern. Denn genauso wenig wie es die katholische Lehre des Papstes gibt, gibt es die jüdische Lehre und die Einstellungen. Und es ist schön, dass hier auch ein Vertreter aus Israel da ist. Vielen Dank. Ich bin der Kellermann. Herr Ganzali, bitteschön. Okay. Shalom. My name is Ganzali. I'm Israeli, I'm Jewish. I came from Israel to address Chancellor Angela Merkel, members of the Bundestag, the German people, doctors, lawyers, and any parent in the world who intends to circumcise his or her child. I was born 43 years ago in Tel Aviv, a healthy baby with a perfect body. 8 days after I was born, one man held my tiny leg down while another man cut a part of my penis off with a knife. I was in pain. I screamed. I bled. It's over. But the part that was cut off from my penis is forever gone. 36 years later, my son was born. 2 days before his planned circumcision, while searching online for recommendations about the Dr. Morgan we chose, I stumbled upon the following paragraph from The Guide for the Perplexed by Maimonides, the great Jewish philosopher. Quote, as regards circumcision, I think that one of its objects is to limit sexual intercourse
and to weaken the organ of generation as far as possible, and thus cause men to be moderate. Some people believe that circumcision is to remove a defect in man's formation. But everyone can easily reply, how can products of nature be deficient so as to require external completion, especially as the use of the foreskin to that organ is evident? The bodily injury caused to that organ is exactly that which is desired. This is, as I believe, the best reason for the commandment of concerning circumcision. End quote. I was shocked. I realized that the Jewish motivation for circumcision was diminishing sexual pleasure, the same motivation as the one behind female genital cutting. I was so amazed by this text, so I went on to read every piece of information I could find about the part that was cut off from my penis. The more I read and understood the anatomy and functions of the foreskin, the more it became impossible to escape the painful and enraging realization that my body was violated, that my penis was damaged and diminished in its capacity to sense pleasure, and that I will never be able to experience sex and enjoy sex and as nature intended it. The amputation of the foreskin removes a highly erogenous tissue, the size of an index card on a male adult. A man who is missing that covering tissue of the penile sheath feels less pleasure because he does not have the thousands of nerve endings that went with the tissue that was amputated. The foreskin serves as a protective sleeve that slides up and down the penile sheath, reduces friction and stimulates the specialized nerve endings and the head of the penis, and so it makes for more comfortable and pleasurable sex for both partners. I went on to read with disgust a description of the Jewish ritual circumcision, including the peri'ah, which is scraping the remaining inner lining of the foreskin from the glands, done with the fingers of the mohel, which he elongates and sharpens especially for that task. And the metzitza bapeh, where the mohel puts his mouth over the bleeding penis and sucks the blood. And make no mistake, these are mandatory requirements by Jewish law. I found reports showing that in Israel alone, hundreds of baby boys are rushed every year to emergency rooms and operating rooms to treat complications following the amputation of the foreskin. I learned that studies show that the pain suffered by babies during circumcision is traumatic and adversely affects his reaction to pain later in life, and I read testimonies by mothers about the screaming of their boys during the healing period when the open circumcision wound comes in contact with urine. I also learned, and that was very reassuring, that Jews in Israel and all over the world, in ever-growing numbers, choose to leave their sons intact. Thanks to all the information that was revealed to me that day, my wife and I also decided to leave our son intact, so I called the Dr. Mohel and canceled the scheduled circumcision. As you can see, circumcision is nothing but a euphemism for forcibly amputating a healthy body part of a helpless child, causing irreversible bodily damage and pain, and putting the child at risk. All this in the name of religion and tradition. This will not do in a country that protects children's human rights, especially the right to bodily integrity and the right to equal protection by the law. Religious Jewish leaders, in an attempt to block any criticism of circumcision, accused Germany of anti-Semitism. I condemn this accusation. I and many like me in Israel
believe that the move to ban circumcision of minors in Germany, which is supported by the majority of the people here, has nothing to do with anti-Semitism and everything to do with respecting human rights of the child. It is important to note that circumcision is not a prerequisite to Jewish identity. According to Jewish law, the child takes the status of his mother. So if the mother is Jewish, the boy is Jewish, whether circumcised or not. A note to doctors. You have no business performing religiously motivated circumcisions. It is a violation of the first rule of your code of ethics, which is do no harm. A forcible amputation of a healthy body part of a non-consenting minor without medical indication is an assault that causes bodily damage, and this bodily damage gives rise to both a criminal liability and a civil liability, which cannot be waived. A consent by the parents to circumcision is invalid because parents cannot authorize an amputation of a healthy body part of their child without medical necessity. Doctors, you are not cutting machines. Your professional obligation is to heal and treat a patient. If the child before you is healthy, whether a boy or a girl, you do not cut anything from his or her body. The only legal and ethical way out of this conflict of rights is postponing circumcision to an age when a person can legally consent to amputate a part of his penis. My body, my choice. This solution does limit the freedom of religion, but it is only temporary. If, however, you forcibly amputate the foreskin of a child when he is a minor and cannot give consent, you trump his right to bodily integrity forever. I subscribe to the petition issued by the Deutsche Kinderhilfe to allow for a public and legal and medical debate before any legislation that violates constitutional rights of children to bodily integrity and equal protection is passed by the Bundestag. Chancellor Angela Merkel, the movement to eradicate forced circumcision of minors is a global movement. All over the world, men like myself who are hurt by the amputation of their foreskin, mothers and fathers who against their will hurt their children because of religion and tradition and social pressure to conform, parents who are brave enough not to conform, scholars from every discipline and ordinary people who are appalled by this harmful and painful and immoral practice, they all have their eyes on you, on Germany, to take the lead in protecting children's human rights. I will now say a few words in Hebrew. אני פונה אליכם, יהודים בגרמניה, בישראל ובכל מקום בעולם. לימדו על יתרונות איבר המין השלם. לימדו על חסרונות איבר המין החתוך והצטרפו לתנועה הבלתי ניתנת לעצירה, ההולכת וגדלה של רבבות יהודים שמקבלים את בניהם לעולם מבלי לפגוע בשלמות גופם, מבלי להכאיב להם ומבלי לסכן את שלומם. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שנה טובה. Wer das verstanden hat, es gibt noch 5 Minuten Zeit für 3 kurze Statements. Herr Dr. Schlegeler. Ja, vielen Dank. Ich mache es auch wirklich ganz kurz und sage nur ein paar Thesen, denn ich denke, wir wollen die ja lieber in die Diskussion teilen. Herr Sade hat eigentlich 2 ganz wichtige Punkte angesprochen, die für uns als Kinder- und Jugendärzte natürlich von besonderer Bedeutung sind. Der erste Punkt ist, wir haben eine ärztliche Verpflichtung, nicht zu schaden. Das Primum nil nocere, das kennen Sie, ist das erste ärztliche Gebot, dem wir zu folgen haben. Das steht noch vor unserer eigentlichen Heilfunktion. Das muss man klar sagen. Das heißt, wenn wir einen Patienten gehen, ist unser erster Auftrag, ihn nicht in irgendeiner Form zu schädigen, zu verletzen oder was auch immer.
Das ist eine ganz wichtige Grundregel innerhalb unserer ärztlichen Ethik. Der zweite Punkt ist, wir müssen hier entscheiden, auf was es ankommt. Herr Sadeh hat es richtig angesprochen. Wir betreiben hier, wenn wir beschneiden sollen, eine Körperverletzung. Nun gibt es viele Formen der ärztlichen Körperverletzung, die Operation, das einfache Geben einer Spritze oder einer Impfung. Aber das sind Körperverletzungen, die dem Wohle des Patienten dienen, das heißt, die einem Heilauftrag sozusagen genügen. Dazu zählt auch die Impfung selbstverständlich, weil es eine präventive Maßnahme ist. Das sind also medizinisch indizierte Formen der Körperverletzung. Eine Zirkumzision aus rituellen oder religiösen Gründen hat keinen medizinischen Auftrag. Hier würden wir eine Körperverletzung begehen, die in krassem Widerspruch zu unserem Grundauftrag des Nichtverletzens steht. Also das erstmal zu unserer grundsätzlichen ethischen Einstellung dazu. Hinzu kommt, dass wir hier einen Eingriff machen, der von einer ungeheuren Nachhaltigkeit ist. Auch das Urlaubsstechen, sage ich mal, ist eine Körperverletzung und unterliegt im Prinzip den gleichen Kriterien der medizinischen Indikation. Aber es ist von einer völlig anderen Dimension. Wir entfernen keine Körperteile und wir entfernen keine Körperteile, die eine besondere Wichtigkeit haben. Das ist nicht ein unnützes Stück Haut, das die Evolution sozusagen vergessen hat zu entfernen, sondern das ist ein Stück von Haut mit besonderen Fähigkeiten. Es ist ein Tastorgan oder ein Organ mit einer Empfindlichkeit ausgestattet, die eigentlich nur noch unseren Augenlidern, den Fingerspitzen und den Lippen eigen sind. Es gibt kein anderes Organ des Körpers mit einer solch hochgradig ausgestatteten Berührungsempfindlichkeit wie die Vorhaut. Darüber hinaus hat es eine wichtige Funktion in Bezug auf den Schutz der Eichel. Das heißt, sie hält sie feucht und sie hält sie empfindlich. Also einfach so zu tun, das ist ein unnützes Stück Gewebe und schnippschnack ist es weg, das ist einfach falsch. Einen Satz will ich noch thesenartig vorgreifen. Wir verstehen uns als Anwälte der Kinder und wir orientieren uns immer an dem Kindeswohl. Das heißt, für uns steht das im Vordergrund. Wir sagen, wenn ein Eingriff an Kindern, die noch nicht in der Lage sind, über sich selbst zu entscheiden, passiert, welches zu einer nachhaltigen körperlichen Verletzung führt, dann ist das von unserer Seite aus abzulehnen. Sondern eine Beschneidung darf erst durchgeführt werden, wenn überhaupt ein Mensch einsichtsfähig ist und in der Lage ist, über sich selbst zu urteilen. Es ist die Grundfrage, wiegt hier das Elternrecht mehr über das Kind? Das heißt, das Elternrecht, das Kind zu verletzen, obwohl überhaupt keine Indikation besteht, oder wiegt hier mehr das Kindesrecht, nämlich das Kindesrecht auf eine körperliche Unversehrtheit und eine Entscheidungsfähigkeit von einem dazu befähigten Alter? Danke. Herr Kegeler, Frau Schirrige. Ja, Sie werden sich wundern, warum eine Menschenrechtsorganisation für Frauen sich in diesem Falle für junge Männer oder für Männer auch einsetzt. Herr Damm, ist das Prinzip, dass wir für die Unversehrtheit von Kindern eintreten? Wir sehen das als ein Menschenrecht und das muss für alle Kinder gelten, unabhängig davon, welcher Herkunft, welcher Religion oder welchen Geschlecht sie sind. Und dann sind wir beim Thema Geschlecht. Herr de Fon kämpft seit 30 Jahren gegen die weibliche Genitalverstümmelung und es gibt bestimmte Formen, die kann man nicht mit der männlichen Beschneidung vergleichen. Ich nenne nur die Form, die sogenannte pharaonische, wo die Klitoris entfernt wird, die inneren und äußeren Schamlippen, alles zugenäht wird und nur eine kleine Öffnung bleibt. Da ist keine Möglichkeit des Vergleichs. Es gibt aber auch Formen, und das machen die Schaafiten, das ist eine der vier Koranschulen oder Lehrschulen des Islam, die beschneiden nur die weibliche die Vorhaut an der Klitoris. So, das ist durchaus vergleichbar mit der männlichen Beschneidung und ich frage mich allen Ernstes, wie die Justizministerin es schaffen will, ein Gesetz zu machen, das eine rituelle Beschneidung bei Jungen erlaubt und das Gleiche bei Mädchen verbietet. Und hier sehen wir auch schon, die EU hat eine Studie in Auftrag gegeben, in Großbritannien wurden Eltern gefragt, wieso sie nicht von der weiblichen Beschneidung ablassen. Und da haben muslimische Eltern geantwortet, wir verstehen es überhaupt nicht,
dass wir das, was wir bei den Jungen machen dürfen, bei den Mädchen noch nicht mal in der mildesten Form vornehmen dürfen. Und da sehen Sie, in welchem Konflikt wir hier stehen. Es ist ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und darum kämpft ja die Frau in diesem Fall natürlich auch für die Menschenrechte von Jungen. Und ich bin froh, dass wir endlich einmal Stimmen haben aus Israel. Auch es gibt natürlich auch einige muslimische Kolleginnen und Kollegen, die sich endlich dafür einsetzen, dass dieses Ritual beendet wird. Und ich möchte enden mit einem Wort von Morris Deary, die ja das Thema mit ihrem Film Die Wüstenblume auch in die Öffentlichkeit gebracht wird. Morris Deary hat gesagt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir ohne Klitoris zur Welt kommen, dann hätte er das schon gemacht. Das Gleiche kann man sagen, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass Männer ohne Vorhaut leben sollen, dann hätte er sie schon so hergestellt. Vielen Dank. Abschließend Herr Professor Franz Kurz. Danke. Als Arzt und Psychoanalytiker habe ich von meinen Patienten in den letzten 10 Jahren gelernt, welche dramatischen, traumatischen, psychotraumatischen Langzeitfolgen, von denen jetzt noch gar nicht die Rede war, die traumatische Genitalverschneidung von Jungen haben kann. Ich habe persönlich Patienten behandelt, die nur unter größten Ängsten und Unsicherheiten sexuelle Partnerschaften eingehen konnten, die außerordentlich befangen waren im Kontakt zum anderen Geschlecht, die irritierbar, verunsichert waren, die psychosomatische Beschwerden entwickelt haben, immer dann, wenn sie sich in ausgewogen, ruhiger Männlichkeit, selbstbewusster Männlichkeit eigentlich hätten in eine Beziehung einbringen können. Solche Patienten haben mich wiederholt und zahlreich aufgesucht. Ich habe diese Fälle publiziert und beschrieben. Gemeinsam ist diesen Patienten gewesen, und dazu haben wir auch heute große empirische Studien, dass sie über einen Sensibilitätsverlust im Bereich der Eichel, im Bereich ihres Gliedes geklagt haben, über Schmerzen, über Verwachsungen, über schmerzhafte oder nur erschwerte Erektionen und schließlich auch im Zusammensein mit ihren Partnerinnen über entsprechende sexuelle Störungen. Eine ganz neu erschienene dänische Studie bestätigt auf epidemiologischer Basis, in welchem Umfang dies ein Problem für viele beschnittene und beschneidungstraumatisierte Männer ist. Aber, und das möchte ich zum Schluss als Arzt vor der Diskussion noch anfügen, die Medikalisierung eines eigentlich menschenrechtlichen und ethischen Problems verschleiert den Blick auf den Kern der Sache, soll aufgrund klerikaler Machtansprüche heute noch mittels eines steinzeitlichen, patriarchalischen Rituals kleinen Jungen eine schwerwiegende, schmerzhafte Körperverletzung mit hohen Risiken zugefügt werden. Angesichts eines gesamtgesellschaftlichen Trends zu größerer Gewaltfreiheit und zum Schutz von Frauen, Minderheiten und ganz besonders kleinen, hilflosen Kindern stellt die körperliche und sexuelle Unversehrtheit auch von kleinen Jungen ein außerordentlich hohes Gut dar. Schubert. Der Ethikrat spricht ja von Vetorecht. Ja. Wie kann ein Knabe sein Vetorecht anbringen und wenn, wie wird das Vetorecht hörbar? Also ich muss Ihnen ganz offen sagen, wir haben darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber es ist sicher ein interessanter Gedanke, zu sagen, wenn ein Kind sich noch nicht artikuliert und mit klaren Argumenten äußern kann, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, dass ein Kind klar seine Gegenwillen oder sein Widerwillen oder sein Nicht-Einverständnis mit einem solchen Eingriff ausdrückt. Da gibt es bestimmte Vorstellungen, die auch definiert worden sind, also zum Beispiel das Schreien des Kindes, das Wegwollen aus der Situation. Ob das letztendlich ausreicht, um eine solche Willenserklärung zu machen, müssen die Juristen definieren. Aber grundsätzlich finde ich die Idee eines Vetorechtes sehr interessant. Das verstehe ich gut und würde ich sofort mit auf die Straße gehen. Nur wenn das Kind zu Hause sagt, Mama, ich will nicht, wenn es schon sprechen kann, wie kommt dieses Mama, ich will nicht beim Arzt durch, so ein Arzt die Beschneidung vornehmen soll? Das ist genau das Problem, das wissen wir nicht. Deswegen müssen eigentlich unabhängige Instanzen geschaffen werden, die das Kind informieren über die Möglichkeit. Nicht? Also es muss etwas sein, was mit dem Kind redet außerhalb der Familie. Das wissen wir ja, dass der Kontext Familie einen ganz starken Einfluss natürlich auf das Verhalten des Kindes, gerade eines Kindes hat, was eben noch nicht sozusagen sich über die Gesamtimplikationen klar ist. Aber ich muss einfach mal sagen, das ist für
für uns auch ein neuer Gedanke, den wir erstmal durchdenken müssen. Und jetzt ich von meiner ärztlichen Seite nicht in der Lage bin, dazu eine konkrete Forderung zu stellen. Grundsätzlich auch viel sehr interessant.